83 Jahre und noch kein bisschen müde. Das ist Wolfgang Lohse. Für ihn ist Tischtennis nicht nur ein Sport, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung und mitunter auch Familienersatz. Daher ist er nach wie vor mindestens dreimal pro Woche als Trainer im Einsatz, etwa 12 Stunden jede Woche. Bis heute begeistert er Kinder und Jugendliche für den Tischtennissport. Diese finden Freunde und Halt in der Tischtennisabteilung des TSV Betzingen. Dabei fördert Wolfgang die jungen Sportler nicht nur mit Blick auf tischtennisspezifische Inhalte, sondern vermittelt ihnen darüber hinaus gesellschaftliche Werte und Sozialkompetenz. Zwischen 1984 und 1997 führte er seine Mannschaften zum Gewinn süddeutscher und deutscher Meistertitel, und zwar in allen 4 Altersklassen. In Hektik verfällt Wolfgang dabei allerdings nie. Andere Vereinsmitglieder unterstellen ihm gar, dass das Wort Hektik für ihn nicht existent bzw. nicht bekannt sei. In den vergangenen Jahrzehnten stärkte Wolfgang stets den Zusammenhalt in der Abteilung. Dies erreicht er durch zahlreiche Vereinsaktivitäten, im Rahmen aber auch fernab des Sportbetriebs. Unter anderem organisiert er Freizeiten und Fahrten zu internationalen Jugendturnieren. Ferner initiiert er Partnerschaften mit vielen Vereinen aus unterschiedlichen Ländern dieser Erde, zum Beispiel Israel, Österreich oder Spanien. Für seine Leistungen und sein jahrzehntelanges Engagement wurde er bereits mit der Ehrenmedaille des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern ausgezeichnet. Wolfgang Lohse ist Mr. Tischtennis und unser Vorbild 2018. Es kann kommen, was will, ich schaffe das. Nach diesem Lebensmotto lebt und wirkt Philipp Vorhauer. Von dieser positiven Einstellung profitiert selbstverständlich auch sein Verein, der Sportverein Baltringen. Denn hat sich Philipp ein Ziel gesetzt, sei es sportlicher oder gesellschaftlicher Natur, setzt er alles daran, dieses Ziel auch zu erreichen. Er will im und für den Verein etwas bewegen. Sein Fokus liegt vor allem auf der Talentförderung. Dabei kommt ihm seine besondere Stärke zugute. Philipp ist ehrgeizig, hilfsbereit, fair und vor allem begeisterungsfähig. Nachdem die Gymnastikabteilung des Vereins über 2 Jahre keine Leitung bzw. Führung hatte, übernahm er im Oktober 2016 die Abteilungsleitung. Doch dies ist nicht die erste Funktion, welche er beim SV Baltringen bekleidet. Bereits seit 2011 ist er Jugendsprecher der Abteilung Gymnastik und stellvertretender Jugendsprecher des Gesamtvereins. Überdies ist Philipp seit dem Jahr 2012 als Trainer in der Gymnastikabteilung im Einsatz. Doch damit nicht genug. Ein Jahr später rief er die überaus erfolgreiche Jazz-Tanzgruppe Choosers ins Leben. Diese belegte beim Showwettbewerb des Turngau Ulm im letzten Jahr den 1. Platz in der Kategorie Dance Experience. Ausruhen auf den eigenen Lorbeeren gilt für Philipp nicht. Folglich betreut er seit dem Jahr 2017 eine weitere Showtanzgruppe mit Sportlern im Alter von 18 bis 26 Jahren. Spaß am Sport, sportlicher Ehrgeiz und Arbeit für die Gemeinschaft. Dafür steht unser Vorbild des Jahres 2018, Philipp Vorhauer. Aus dem Nichts eine neue Sportart in den Verein einführen und eine zugehörige Abteilung aufbauen? Undenkbar. Doch nicht für Maria Laura Alvarez Ugarte. Zusammen mit ihrem Mann hat sie die Sportart Hockey beim TC Rot-Weiß Tuttlingen eingebracht. Die Abteilung besteht heute aus ca. 110 Mitgliedern. Anfänglich waren es 5 Kinder und das Training fand im eigenen Vorgarten statt. Da kommt es nicht von ungefähr, dass ihr andere Vereinsmitglieder einen unermüdlichen Willen, gepaart mit hoher pädagogischer und sportlicher Kompetenz, bescheinigen. Ihr Lebensmotto, Gutes tun, einfach machen und nicht nur reden, ist mit Blick auf ihr Handeln allgegenwärtig. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Inklusion. Maria Laura ist fair, begeisterungsfähig und verantwortungsbewusst und dabei allzeit sehr bescheiden. Dank ihrer Leidenschaft, ihrer Hingabe und ihrer vorbildhaften Persönlichkeit
entwickeln die von ihr betreuten Kinder nicht nur sportliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern verinnerlichen gleichermaßen Werte wie Fairness, Anstand, Offenheit und Hilfsbereitschaft. All ihr Tun geht mit dem allgegenwärtigen Ziel, Freude durch und mit dem Hockeysport stiften und Werte vermitteln einher. Dabei weiß sie genau, wovon sie spricht, denn sie selbst ist mehrfache Gewinnerin der spanischen Hockeymeisterschaft. Maria Laura ist der omnipräsente Motor der Abteilung. Ohne ihre positive Energie und ihr sozialsportliches Engagement könnten viele Kinder den Hockeysport nicht in seiner ganzen Faszination erleben. Maria Laura Álvarez Ugarte, Vorbild des Jahres 2018.